in der Klinik am Südring. Assistenzärztin Miriam Dietz hat am frühen Abend gerade ihre Schicht angetreten, als die 19-jährige Marie mit ihren jüngeren Geschwistern Ella und Nico in die Notaufnahme kommt. Die Abiturientin ist völlig aufgelöst, denn den Kleinen geht es furchtbar schlecht. Entschuldigung, kann uns hier irgendjemand helfen, bitte? Ja, natürlich. Ich hab keine Was ist los? Ich weiß nicht. Den geht schon den ganzen Tag mega schlecht und... Ich weiß nicht, meine Mutter ist hier. Schlecht. Ein bisschen mehr Infos bräuchten wir schon. Seit wann ist denen denn schlecht? Ich glaube, seit heute Nachmittag circa. Aber es ist halt. Okay. Sollen wir nicht vielleicht erstmal nach Zeit schlimmer geworden? Komm, kommst du einmal mit? Die 19-Jährige kümmert sich seit einigen Tagen ganz alleine um ihre kleinen Geschwister. Seit sich ihre Eltern getrennt haben, leben die drei mit ihrer Mutter zusammen. Und die kuriert gerade in der Klinik einen komplizierten Knochenbruch aus. Meine Mutter wäre hier im Krankenhaus. Ja, meine Mutter. Die brauchen wir hier. Die ist bei der Unfallchirurgie. Ja, kann einer mal oben an? Dann rufe ich die an. Ja, danke. So. Was ist mit euch? Dir ist übel, hat man gerade gesehen. Hast du dich gerade zum ersten Mal übergeben oder schon öfter heute? Öfter. Geht das mit euch beiden da? Die große Schwester, wie alt bist du? 19 bin ich. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Okay, gut. Wie heißt du? Marie. Okay, gut. Wann hat das angefangen? Ella, Nico? Da war so ein schlechter Pudding. Da war ein schlechter Pudding? Und danach ist dir schlecht geworden? Ja. Dir auch? Mhm. Der Pudding war überhaupt nicht schlecht. Also, Sie haben Pudding gemacht? Ja. Ich meine, ich bin jetzt eine Woche mit den beiden alleine und die ganze Zeit haben die rumgequengelt und ich wusste, eigentlich wollte ich denen kein Pudding machen, aber nachher habe ich dann doch nachgegeben, aber das war ganz normaler Pudding. Also ich weiß nicht. Okay, hast du aber selber gemacht? Ich habe ihn selber gemacht, ja, aber ich habe ihn auch probiert und da war jetzt nichts Schlechtes dran oder so, aber die meinen halt, er schmeckt nicht und ich weiß nicht. Aber sogar ziemlich krass gerade dann. Fit bist du auch nicht, ne? Nee. Hallo, kommen Sie rein. Hallo, sein Sie, ist mein Name. Hey, was macht ihr denn? Der Schreck, wir versuchen herauszufinden. Genau. Sind die plötzlich so schlecht? Marie, was ist? Ich weiß nicht. Also, die haben ganz aufgeregt. Der Nico musste sich auch schon übergeben, den beiden ist wohl übel. Und jetzt war die Rede von einem schlechten Pudding, den sie gegessen haben. Hast du das auch gegessen? Ich habe nur mal probiert, als sie den halt nicht essen wollten, als sie meinten, der schmeckt nicht. Aber sonst habe ich den nicht gegessen. Und hat normal geschmeckt? Hat normal geschmeckt. Schmeckst du denn auch normal, so erkältet, wie du bist? Hast du überhaupt Geschmack? Schmeckst du da draus? Das war mal ehrlich. Naja. Erkältungen werden oft unterschätzt. Die Patienten haben keinen Geruchs- und keinen Geschmackssinn mehr. So hatte die Schwester hier auch gar nicht die Möglichkeit, einen veränderten Geschmack des Puddings festzustellen. Was das für gravierende Folgen hatte, dass sie ihre Erkältung so unterschätzt hat, sollten wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch feststellen. Dann würde ich mir einmal den Bauch von beiden angucken. Ja. Du hast Fieber. Und dann würden wir einmal. Rutsch du mal hier hoch? Ja. Okay. Super. So, dann leg dich einmal da hin. Den Pudding vielleicht herzubringen. Also eine Nachbarin hat einen Schlüssel unserer Wohnung, wenn das jetzt untersucht werden sollte. Können wir, wenn es den noch gibt? Klar. Okay. Vielleicht habe ich eben das Ultraschall. Genau. Ja. So. Zeig's mir einmal, wo es weh tut. Ja. Vorsicht mal. Da. Nur da. Nur, okay. Und dann habt ihr, als der Pudding komisch geschmeckt hat, habt ihr den dann weiter gegessen oder habt ihr aufgehört, den zu essen? Habt ihr aufgegessen? Marie hat uns gezwungen, ihn aufzuessen, sonst hätten wir kein Abendessen. Ach, die Symptome der Kinder ließen ziemlich schnell auf eine Vergiftung schließen. Dass die Ursache der Symptome dann aber doch viel ungewöhnlicher sein sollte, haben wir dann erst später festgestellt. Okay, die beiden bleiben jetzt erstmal hier, bis wir die Blutwerte haben auf jeden Fall. Trinken. Kannst du uns was mitbringen? Habt ihr Durst? Da ist ein Getränkeautomat vorne. Dann kriegt ihr gleich was, okay? Wir warten jetzt erstmal die Blutergebnisse ab. Ich spreche noch mal mit unseren Kinderärzten, weil es ist immer besser, wenn man mit dem Facharzt spricht. Aber ihr wirkt jetzt nicht so super krank, ne? Aber es wäre gut, wenn wir wirklich den Pudding hätten, da vielleicht mal gucken könnten. Ich habe jetzt gerade kein Handy bei mir. Wir haben vorne, Sie können von vorne aus telefonieren. Super, ich bringe Sie einmal nach vorne. So, die Mama geht einmal kurz mit mir, ja? Bin gleich wieder da. Wenn was ist, schreit ganz laut.
Bevor die Puddingfrage endgültig geklärt werden kann, braucht unerwartet auch die älteste Tochter von Patientin Corinna dringend medizinische Hilfe. Maries Gesundheitszustand hat sich zwischenzeitlich rapide verschlechtert. Marie, was ist los? Was Marie, was ist? Wie gar nichts. Ist alles gut. Das macht aber nicht den Eindruck. Es tut mir einfach alles so leid, weißt du? Ich hätte einfach besser auf die aufpassen müssen. Nein, das ist nicht. Ich hätte dich nicht alleine lassen sollen mit den beiden Kleinen. Das war viel zu anstrengend. Du warst schon krank und jetzt ist es schlimmer geworden, keine Zeit, sich zu erholen. Aber sonst kann ich doch auch auf die aufpassen. Du hast das super gemacht. Ich bin so stolz auf dich, Marie. Wirklich. Engel, was ist los? Was ist mal los? Das Marie? Können Sie die Beine einmal hochheben? Marie! Kannst du einmal mich angucken? Was ist? Ist dir schwarz vor Augen geworden? Ja. Genau, die Beine einmal hochlegen. Das ist gut. Es wirkt aber nicht gut. Gar nicht. Hast du das öfter mal? Nee, eigentlich nicht. Du hörst dich nicht gut an. Ich untersuche dich einmal, jetzt, ja? Das müssen wir jetzt klären. Das ist super. Ist gut. Komm, einmal hoch. Mutter Corinna glaubt, dass sie ihre ältesten Tochter mit der Betreuung ihrer kleinen Geschwister während ihres eigenen Krankenhausaufenthaltes zu viel zugemutet hat und macht sich schwere Vorwürfe. Assistenzärztin Miriam Dietz hingegen hofft, dass sich ihr erster Verdacht nicht bestätigt. Warst du beim Arzt wegen deiner Erkältung? Nee, ne? Das ist ja auch eigentlich nicht so schlimm. Naja, es wirkt schon eigentlich schlimm. Also du schwitzt auch, du hast hohes Fieber und jetzt auch schon länger, ne? Hast du dich denn wenigstens ein bisschen ausgeruht, jetzt, wo du so krank warst? Es war doch jetzt für sie auch sehr anstrengend. Ich musste sie ja jetzt, weil ich im Krankenhaus war, mit den Kleinen alleine lassen. Und das war bestimmt so ein bisschen das Problem, ne? Wenn man so... Denn Marie ist auch krank. Wenn man so eine Erkältung, viralen Infekt, Grippe verschleppt, kann das natürlich sein, dass aufs Herz schlägt, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt das EKG angucken. Ich habe bei Marie ein EKG geschrieben, weil ich vorher schon gemerkt habe, dass sie unglaublich tachykard war. Im EKG konnte ich dann auch sehen, dass sie ventrikuläre Extrasystolen hat. Das heißt, das sind Schläge oder Aktionen im Herzen, die da eigentlich in so einem Ausmaß, wie sie bei Marie waren, nicht hingehören. Und damit hatte ich dann auch schon einen ersten Verdacht, was sie haben könnte. Du musst jetzt einmal in die Kardiologie, okay? Die Kollegen müssen sich einmal dein Herz angucken. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was haben Sie jetzt festgestellt? Also sie hat Auffälligkeiten im EKG, die da eigentlich nicht hingehören. Ich mach schon das. Müssen wir mal sortieren hier. Würde ich jetzt so sehen, dass wir natürlich jetzt erstmal den Verdacht im Raum haben, dass sie eine Herzmuskelentzündung hat. Durch die verschleppte Grippe. Was ist das? Ist das was Schlimmes? Naja, dass dein Herz wird angegriffen von den Bakterien oder Viren, die halt deine Erkältung oder deine Grippe ausgelöst haben. Und dann schlägt das aufs Herz. Und natürlich kann das, wenn man sich da nicht ausruht, im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass das Herz nicht mehr funktioniert. Oh nein. Deswegen lassen wir jetzt einmal die... Erstmal nicht aufregen. Okay, bist du jetzt im Krankenhaus? Alles gut. Lass mir einmal die Kollegen drauf gucken. Corinna und ihren beiden Jüngsten bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Zwischenzeitlich ist auch die befreundete Nachbarin der Familie mit dem womöglich verdorbenen Pudding eingetroffen. Obendrein hat die Hausfrau noch Neuigkeiten im Gepäck, die sowohl die alleinerziehende Mutter als auch die Ärztin aufhorchen lassen. Ist das die Nachbarin mit dem Pudding? Ja, genau. Das sollte ich ja aus der Wohnung holen. Und ja. Das ist, glaube ich, der Rest, den ich noch gefunden habe. Und ja, sollen wir mal reingucken? Ja, machen Sie erst mal auf. Also, denn ich mal riechen. Man das ist ganz normal. Also, riechen tut ja ganz gut. So schlimm? Da ist Salz Hallo. Drin. Der ist Guck total versalzen. Das ist Ach, das ist der Pudding. Das ist der Pudding, von dem wir schon sagten. Ich möchte nicht probieren. Nee, total versalzen. Ich glaube, meine Tochter wird dann Zucker und Salz verwechselt haben. Ja, okay, das ist ja, danke. Das wäre ja die Lösung des Problems, ne? Hm. Ihr beiden, ich habe euch was mitgebracht. Danke. Wenn es euch jetzt wieder besser geht, dann dürft ihr
Mittagspause. Auch Schokolade essen. Ist es auch in Ordnung? Ja. Die beiden dürfen wieder nach Hause gehen. Also ich weiß nicht, Sie werden heute entlassen, morgen entlassen? Eigentlich morgen, aber nun möchte ich doch sehr gerne, okay, jetzt bei der Unruhe möchte ich doch gerne. Natürlich. Nach Hause. Vor allem ist die Sache, Ihre Tochter wird wahrscheinlich hier bleiben müssen. Marie. Ja, ich wollte jetzt einmal auch zu ihr und mit ihr sprechen. Aber was ist denn mit Marie los? Also verschleppte Erkältung, jetzt kam gerade schon Herzstörung oder wie. Also ja, ist dir denn irgendwas aufgefallen? Ich habe die ja jetzt ein paar Mal abends im Treppenhaus getroffen. Abends? Da hatte sie die Sportsachen an und da wirkte die ganz fit. Wir haben noch miteinander geredet. Das soll klein bleiben, wieso abends? Wisst ihr, wo die Marie abends hingegangen ist? Ella. Nein, aber sie hat gesagt, dass ich das Telefon in mein Zimmer hinten tun soll. Und wenn was ist, soll ich sie anrufen. Und dann ist sie gegangen, als ihr ins Bett gegangen seid? Ja. Und dann hast du gemerkt, als sie wiederkam? Oder wart ihr dann schon am Schlafen? Wir waren da schon am Schlafen. Okay, dann würde ich sagen, fragen wir sie einfach mal. Die dreifache Mutter kann sich nicht erklären, warum ihre sonst so zuverlässige Tochter ihre kleinen Geschwister einfach abends allein zu Hause lässt. Noch drängender ist allerdings die Frage, ob die 19-Jährige tatsächlich an einer Herzmuskelentzündung leidet. Ich habe mit den Kollegen auch schon gesprochen, deswegen habe ich deine Mama jetzt auch mitgebracht. Und zwar haben die mir da recht gegeben, dass sie auch vermuten würden, dass du aufgrund deiner verschleppten Grippe jetzt eine Herzmuskelentzündung entwickelt hast. Wie kam das denn? Oder wie? Ich meine, das ist ja nicht unerheblich. Nee, das ist nicht unerheblich. Das kommt halt, wenn man sich nicht schont, wenn man krank ist, ne? Sag mal, Marie, die Gitte erzählte gerade, dass sie dich abends immer im Hausflur getroffen hat, in Sportkleidung. Deine kleine Schwester meinte auch, dass du die abends immer alleine gelassen hast und denen das Telefon gegeben hast. Ja, das ist doch nicht deine. Aber ich würde die doch nie wirklich alleine lassen. Ja, was hast du denn gemacht in der Zeit? Na komm, erzähl mal. Wo warst du denn dann? Ich war nur im Keller. Im Keller? Was hast du da gemacht? Mann, ich will einfach schon so lange tanzen. Du weißt doch, ich tanze schon immer. Das ist deine Leidenschaft. Ja, und ich möchte unbedingt Tanz studieren, aber das ist einfach so teuer. Und ich könnte halt in Berlin so eine Aufnahmeprüfung machen, dass ich vielleicht ein Stipendium bekomme. Und ich weiß auch nicht, dafür musste ich halt trainieren, aber ich hatte jetzt einfach keine Zeit. Und dann hast dann du die noch Geschwister die und die Erkältung. Und irgendwie bin ich jetzt auch überhaupt nicht vorbereitet. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich die Aufnahmeprüfung in einer Woche schaffen soll. Da muss ich dir leider sagen, das wird so oder so nichts. Also, ach herrje. Weißt du, eine Woche, du, deine Gesundheit, dein Herzchen ist jetzt viel wichtiger. Deine Gesundheit ist wirklich wichtiger. Das kriegen wir hin. Es gibt weitere Stipendien, es gibt weitere Stipendien. Aber ich möchte dahin. Das wird, ja, da können wir uns drum kümmern. Wir werden aber mindestens 2 bis 3 Monate Sportverbot auch verhängen, ne? Also es ist jetzt erstmal Schonung angesagt, weil sonst kann dein Herz wirklich langfristig geschädigt werden oder die Funktion ganz verlieren. Und was das heißt, muss ich dir, glaube ich, nicht erklären. Für Marie war das natürlich eine sehr schlimme Nachricht, dass sie jetzt erstmal 2 bis 3 Monate gar keinen Sport machen darf und sich wirklich körperlich schonen muss und sehr zurücknehmen muss. Allerdings muss man hier sagen, dass natürlich ihre Gesundheit und die Gesundheit ihres Herzens, was das zentrale Organ unseres Körpers ist, viel höher zu bewerten ist als ihr Tanzstudium. Ich kann verstehen, dass das ihre Leidenschaft ist und dass sie das machen will, aber wir müssen hier wirklich ganz klar sagen, ihre Gesundheit geht hier vor. Wie lange muss ich denn hier bleiben? Also du wirst ein bisschen bleiben müssen, weil die Sache ist, dass es bei der Herzmuskelentzündung so ist, dass wir die einzige Möglichkeit, wie wir es wirklich bestätigen könnten, dass es so ist, da müssten wir eine Biopsie vom Herzen machen. Das heißt, da müssten wir da dran und ein Stück rausholen. Das macht man eigentlich nicht. Also das macht man ungern und deswegen würden wir dich halt jetzt erstmal überwachen. Schau mal. Kriegst ein bisschen was gegen das Fieber. Da sind die zwei. Hey. Wie geht's hier ist euch? Die große. Komm her. Sie wollte euch sehen. Oh, na, guck mal. Geht's euch schon wieder besser? Kann sich direkt schlafen legen hier. Ja. Marie bleibt noch ein paar Tage hier. Wenn es ihr dann was besser geht, entlassen wir sie. Sie muss 2, 3 Monate wirklich auf Sport verzichten, sich schon regelmäßig zu Kontrollen kommen. Und dann hoffen wir, dass sich die ganze Symptomatik zurückbildet und sie dann auch wieder tanzen kann. Marie hat sich von ihrer Herzmuskelentzündung vollständig erholt. Nach dem 3-monatigen Sportverbot hat die 19-Jährige sofort das Tanztraining wieder aufgenommen.
Dank ihres Talents und ihres Ehrgeizes hat die Abiturientin es tatsächlich über eine andere Stiftung geschafft, ein Stipendium für ihre Wunschuni zu ergattern.